Cuphead and his Pellbug men, they like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price. Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Ja. Im letzten Part hatten wir coole Jahrmarkt-Action gehabt und jetzt haben wir weitere Jahrmarkt-Action. Ja, wir verfügen einen Vogel. Nehme ich mal an. Zaharia Zwitscher in Flug-Action. Einer. Einer meiner absoluten Hassgegner. Okay. Oh, ich habe irgendwie einen Sauer 5 Herzen. Aizon, Gag! Ich würde da weggehen. Ah. Der Tipp bleibt ganz links. Kann dir nichts passieren. Dann sag's mir immer ein bisschen zu spät, finde ich. Ach man, immerhin sag ich's dir. Dann bist du trotzdem nicht zufrieden, ey. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Oh, zweite Form, also zweite Phase. Ich glaube, ich bin bisher von jedem Ei getroffen, ey. Finde ich nicht gut. Boom! The only way to burn and to kill a bird is to burn it! Okay. Au. Das Vögel, wo einfach nur Nägel dran sind, ey. Ja. Was ist das denn, ey? Das ist Cuphead. Hier ist alles verrückt. Was hast du denn erwartet? Dass hier irgendwas normal ist? Ja, er hat's gemacht. Was ist denn für ein kleiner Scheißer? Ah, der kommt direkt auf mich zu. Er hat eine Waffe! Nur 5 Dinger. Boom! Ja, ja. Ah. Kann er mal ein bisschen nach rechts gehen, ey? Ich treff den so nicht. Oh. Thank you. Boah. Oh. Okay. Also weggeklatscht. Klatscht, oh Mann. Mein Vater hat Muckis, ich hab Köpfchen. Ein unschlagbares Team. Okay. Wo ist sein Vater? Er hier, ne, er! Also, ich dachte, er hat sich irgendwie in den verwandelt, oder? Nee, warum? Der kommt da raus. Ich hab doch gesagt, bleib zurück. Da werde ich auch manchmal getroffen. Au. Ja. Ich hab's einfach nur nicht aufgepasst, lass mich in Ruhe. Fünf Dinger. Ja, da aber noch. Ich kann keine Bomben schießen. Wenn ich klein bin. Rast doch noch nicht so aus, Mann. Boom! Darauf habe ich gewartet. Nein, ich hab gleich voll. Boah. Oh, save you. ich war viel zu nah an den Rand. Boom. Boah. No. Nein. Ah. Daniro. Oder einfach eine Laserknarre raus. Ranged. Now go. Now go. Gag. Oh.
Ja, aber so Kleinigkeiten, ey. Piep. Hast du den gesehen? Ja. Aber ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Finde ich jetzt. Wieder sein, ich raste völlig aus. Aus Angriff. Ach. Boom! Wie kann er überhaupt so viele Federn haben? Boom. Der war noch nicht mit dieser Phase fertig, ey. So, jetzt. Danke. Jetzt kommt seine schlimmste Phase überhaupt. Nee, auf dich. Da muss man ja eigentlich nur weit weggehen. Das ist ja voll einfach. Boah, dieser... dieser Elende... dieser elende Vogel, ne? Boom! Ha, ja. Nein! Oh, geht doch mal alle, ey. Ja. Da. Boah, das gibt's halt. Ne. Ist immer noch am Leben, ey. Aua. Ey, das lief so gut. Warum geht die Phase nicht endlich mal zu Ende? Na bitte. Ja. Ist aber immer noch nicht vorbei. Was? Die Mülltonne. Er spuckt sein Herz aus. Boom. Nein! Oh. Nein! Guck dir an! Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe alleine so ewig an ihm gebaut und wäre... und wäre so weit gegangen, meine Switch aus dem Fenster zu werfen. Weil ich ihn so hasse. Aber diesmal kriegen wir den. Komm, den schnappen wir uns. Dann machen wir Vogelfutter aus dem. Nee, warte halt. Ich meine, daraus machen wir halbes Hähnchen. Ja. Das klingt schon besser, ne? Ja. Das gibt dann halbes Hähnchen mit blauen Flügeln. Ja. Blaue Flügel sollen ja verdammt lecker sein. Oh fuck. Ich sollte mich konzentrieren. Scheiße, ich hab nur zwei Herz. Ich glaub, der raucht. Ja. Schön mal, danke. Boom. Und nochmal Boom. Oh, du bist tot. Thank you. Ja, also irgendwie ohne Schaden zu bekommen. Nein! Ach komm, du hast noch 5 Herzen, das schaffst du. Ja, aber jetzt kommt die Phase wieder, die geht mir voll auf die Nüsse. Magst du sie nicht? Na komm. Was? Wo zieht der hin? Achso, ich glaube, der denkt, weil ich nur am Leben bin. Komm her, so. Boom. Ja. Okay, der wollte nach links schießen, dann bin ich nach rechts gegangen, nehme ich mal an. So. Yay! Jetzt geh in die Mitte. Ja.
schüttelt mir sein Herz aus. Er hatte sein Herz ausgeschüttelt. Ist das nicht niedlich? Ach, ist das aber romantisch. Na okay, okay, gut. Guck sie an. Und jetzt essen sie ihn. Ja. Hey, warte mal, sind wir auf Höhe? Ja. Boah. Sehr gut. Habe ich auch mal wieder was am Ende beigetragen. Ja. Hätte ich nicht möglich gehalten. Okay, letzter Boss in dieser Welt, ne? Ja, jetzt kommt noch ein Boss. So, der Drache. Cuphead! Oh, nee. Zaharias Zwitscher. Ja, nimm diese Münze als kleines Dankeschön. Yeah, eine Münze. Eine Golddublone. Nein. Bleib ruhig da stehen. Niemals. Ah, Dreck. Grimm Zündholz in feurige Reise. Ja. So feurig. Ist die feurig? So, wir haben Vogel erledigt. Jetzt kommt ein Drache. Ja. Logische Schlussfolgerung. Ja. Drachen sind stärker als Vögel. Oh Gott. Wo bist du hin? Andy, geh hin! Au. Nein! Ich wollte doch so reparieren! Genau so. Ja. Oh Gott. Oh. Nein. Er hat mich mit seinem Schwanz berührt. Auf erotische Weise? Ja, genau. Mann, das war ganz schön erotisch, ne? Ist nicht auf. Oh nein. 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 I am dead. Oh Gott. Ich glaube, ich bin nach rechts. Nur auf diese kleinen Flammen achten. Na hier. Entschuldigung, wollte dich nicht auf den heißen Stuhl setzen. Nein! Ich hab verfehlt. Vorsicht, der Schwanz. Hat er dich wieder mit deinem Schwanz berührt? Er hat mich geschwänzt. Ich dachte, er hat dich mit deinem Schwanz dich erotisch berührt. Mann! Oh. Okay, nächste Phase. In die Fresse. Geht weg. No. Nein. I am dead. Ja. You died. You died. It's on. Wusste das schon, dass es on ist? Ja. Wir machen wir jetzt off. Ja. He's going off. Ups. Daneben gesprungen. Ich bin runtergefallen. Vorsicht, Schwanz. War. Er hat dich erotisch berührt. Was willst du dagegen tun? Aua. Er hat dich mit seinem Schwanz berührt. Was willst du jetzt machen? Schieß ihn ab in meinen Blasen. Das klingt so falsch. Ich treffe ihn nicht! Au!
fließt er in die andere Richtung? Weil die ja zurückfliegen. Ist das nicht die ganze Zeit zurückfliegen? Okay. Ja, maximal Reichweite, wenn du in die entgegengesetzte Richtung schießt. Die kommen doch alle zurück. Okay. Oder? Nein. Nein, nicht, dass du nicht einfach so sterben. Bin ich, ne? Ich glaub nicht. Hey, letzte Phase. Haha! Was? Ein Hydra-Drache! Boah. Danke. Okay. Oh. Du hast ja einen Bunsenbrenner verwandelt. Da. Oh. Nein. Nein, ich hatte 4 Dinger. Beinahe 5. Nein. Oh. Alles dunkel. Ja. Oh. Ich flexe, ja. A grand slam for that some. And begin! Wir beginnen jetzt mal, ne? Ja. Because it's on! Ich liebe diesen Ansager, ey. Ja. Ansager ist klasse. Spannend. Au. Ja, genau der. Und genau der. Au. Bin zu nah an dem. In die Fresse. Wie, hab ich dich nicht getroffen? Nee. I am dead. Ich hab dich doch gerade getroffen. But, oh. Ich kann schon mal, ich bin noch auf dich drauf gesprungen. And begin. Nein. Nein, daneben. Das war so nicht geplant. Nein. Oh. Nein, nicht sein Schwanz. Er hat dich erotisch berührt. Und jetzt hast du Drachen-Aids. Oh. Hat sich gerade so angehört wie SMG4. Okay. Oho. Bitte baller den kaputt gleich in dieser Phase. Oh. Alleine Patrouillen. Aua. Ah. Oh Gott. Oh. Thank you. Der gruseligste Respawn aller Zeiten. Ne? Thank you. Thank you. Ich war weg. Oh. Oh. Thank you. Okay, letzte Phase. Okay. Aua. Hey. Wollte ich gar nicht ausweichen, Mann. Oh, wir sind beide gestorben. Er hat uns mit dem Bunsenbrenner platt gemacht. And begin! Müssen wir mal so Rage Compilations ansehen irgendwie. Ja. Ganz besonders zu Cuphead. Kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, warum sich die Leute so sehr aufregen. Ich habe da schon irgendwie Schlimmeres gesehen. Aber in die Fresse. Du hast den Angriff annulliert, um keinen Schaden zu bekommen. Ja. Das ist klug gewesen. So, jetzt hol deine lila Welle raus. Ja. Au. Sie waren schon längst draußen. Und ich hole meine super duper mega Ringe raus. Au. Oh Gott. Nein! Okay, das heißt mir. Ja.
Aber okay. Nein, nicht du. Ich hab dich mal gekriegt. Mich denn? Sag mich. Du hast übrigens 5 Karten. Du. No! Nein. I am dead. Alles geht den Bach runter. Bunsenbrenner. Gott. Und nochmal Bunsenbrenner. Ich kann nicht gleichzeitig auf die Wolken und auf den gucken, ey. Ah, was? Ich hab's schon. Oh Mann. Oh. Nein! Du musst doch gucken, wo ich hinspringe, Mann. Hey, Shirley Brewley. Here goes. Komm schon, langsam aber sicher. Wird da doch Schwanz. Ist erotisch. Wurde eigentlich nicht getroffen werden in dieser Phase. Schwanz. Oh, Ball. Ja. Wir sind auf einmal besser. Ja. Oh, nein. Dieses Feuer, ey. Feuer lebt doch gar nicht. Siehst du, das Feuer lebt. Das Feuer böse ist. Ja. Ja. Nein! Was für ein Stinger. Oh nein. Nein, das war zu früh. Aber der wird noch getroffen, glaube ich. Warum blinken? Ah, also, soll vielleicht mal nach da gehen. In die Fresse. Mitten in die Fresse. Hey. Wieso werde ich denn direkt danach getroffen, Mann? Aua. Aua. Die ganze Zeit so gut. Und dann, ja, genau das. Thank you. No problem. No. Knock out. Oh, gut. Oh. Thank God, ey. Ja. Oh, schön. Der war gut. Ich frage mich allerdings, warum sind Cupheads und Mugmans Handschuhe jetzt plötzlich gelb? Weil die sind doch eigentlich weiß. Sind die nicht immer gelb? Nein, die sind immer weiß. Die sind weiß. Ich meine, in dem Siegesbildschirm da? Ja, in dem Siegesbildschirm sind sie gelb, aber eigentlich sind sie weiß. Hier, wie du sehen kannst. Keine Ahnung. Die Handschuhe sind weiß. Aber hey, wir haben Grün, Grimm Zündholz. Vertrag. Cool. So, gehen wir weiter, ne? Ja. Tintenfassinsel 3. Als erstmal hier. Wir gehen natürlich erst weiter, sobald wir die coole. Hier. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished dropping, okay. Ja, man, das ist ein bekanntes Lied im Spiel. No, I cannot let you pass, don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Da geht weiter. Anscheinend habe ich euch Penner unterschätzt. Ihr habt es den Schuldnern ordentlich gegeben. Geht weiter zur nächsten Level. Drüben erwartet euch jede Menge Spaß. Was ein netter Kerl. Ja, der ist nett. Lass uns weitergehen, ne? Ja. Ja. Diese Tässchen haben wirklich Kampfgeist. Sie machen Hackfleisch aus den Schuldnern. Siehst du, ich wusste doch noch, dass die beiden etwas Besonderes sind. Seid ihr da mal nicht so sicher, Boss? Ich glaube, mit denen stimmt etwas nicht.
Entspann dich, Würfel. Wenn diese kleinen Spitzel irgendeine Kommentur versuchen, stehe ich bereit. Okay. Der hat mich gerade mit seinen komischen Augen angesehen. Nee. Nee, das hat mir nicht gefallen. Ist halt der Teufel, ne? Muss dir auch nicht gefallen. Ja. Schlüssel noch. So, gucken wir mal eben auf unsere Ertragsliste. Weil hier gibt es insgesamt 7 Bosse. Okay. Würden immer mehr, ne? Ja, werden immer mehr. Oder ist ein Pirat. In der Großstadt, ja. Arr, ihr werdet ein paar Tipps brauchen, um diese Versagerkleine Kiel zu holen. Wechselt dazu erstmal eure Bewaffnung. Nicht jede Waffe ist gegen jeden Gegner gleich wirksam. Wechseln und kombinieren ihr Landraden. So geht es. So geht es. Hm, was sollen wir machen? Den Part beenden. Oh ja, genau, wir sollten den Part beenden. Ich dachte, wir hätten noch Zeit für den Boss. Nein. Nee, okay. So, hast du gesehen, wie oft wir verrecken? Also, nee. Nee. Ja, gut, okay, wir haben die Großstadt erreicht. Das heißt, im nächsten Part gibt es Großstadt-Action. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Bye, bye. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads.